Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik. Heute mit der Folge Idealer Transformator. Dazu schauen wir uns zunächst einmal das Grundprinzip eines Transformators an. Dann schauen wir uns an, wie sich Spannungen sowie Ströme am Transformator verhalten. Dann schauen wir uns Leistungsbilanzen an. Wir lernen dann die Impedanztransformation kennen und zum Schluss ein paar Bildchen mit Beispielen. Das Wirkprinzip eines Transformators beruht im Grunde auf den beiden Gesetzen zum Elektromagnetismus. Nach dem Durchflutungsgesetz erzeugt ein Stromfluss ein Magnetfeld. Das heißt, dass wir haben eine Spulenwindung beispielsweise, durch die ein Strom fließt, und zwar ein zeitlich veränderlicher Strom. Der erzeugt ein magnetisches Feld mit einer magnetischen Feldstärke. Und als Empfänger sozusagen haben wir wiederum eine weitere Windung. Und diese Windung wird dann von einem Teil des magnetischen Feldes durchsetzt. Mit einem Wort, wir haben dort einen magnetischen Fluss in der Fläche, und dieser magnetische Fluss, dessen Änderung mit der Zeit führt dann dazu, dass wir eine induzierte Spannung erhalten. Wenn wir an diese induzierte Spannung jetzt einen Widerstand beispielsweise anschließen, so erhalten wir dann einen Stromfluss, der durch das Magnetfeld dann induziert wird. Das ist das Grundprinzip, das heißt, wir haben eine Leiterschleife, in dem ein zeitlich veränderlicher Strom fließt. Der erzeugt ein Magnetfeld, was sich zeitlich ändert. Und dieses sich ändernde Magnetfeld, das erzeugt wiederum, induziert eine Spannung in einer Empfängerspule. Soweit das Prinzip. Und was kann man jetzt damit besser machen? Man kann zum Beispiel das Wirkprinzip verbessern, indem man den magnetischen Fluss leitet, mit Hilfe von Magnetkernen oder Eisenkernen. Wir können natürlich auch mehr als eine einzelne Leiterschleife mit einbauen. Und dann kommen wir zu einem Bauprinzip, was hier schon sehr ähnlich einem tatsächlich realisierten Trafo entspricht. Das heißt, wir haben typischerweise einen Eisenkern, und auf diesem Eisenkern sind zwei Wicklungen mit im Zweifelsfall unterschiedlich vielen Windungen. Die eine Wicklung schließen wir an eine Quelle, beispielsweise eine Stromquelle an, und die bekommt normalerweise den Index 1. Wir nennen sie auch die Primärwicklung. Die andere Wicklung, das ist die, an der wir dann die induzierte Spannung messen. Das ist dann die sogenannte Sekundärseite. Bekommt dann meistens den Index 2. Ja, wir betrachten in dieser Folge den idealen Transformator. Und für den gilt, aller Magnetfluss kommt an. Das heißt, wir haben keinen Magnetfluss, der an einer der Wicklungen vorbei verläuft, so wie es hier dargestellt ist. Ja, und dann schauen wir uns einmal an, was das unterm Strich bedeutet. Das heißt, der Strom I1, der zeitlich veränderlich ist, erzeugt ja einen zeitlich sich ändernden Magnetfluss, der unter anderem zunächst einmal durch die Wicklung 1 fließt. Und die Spannung, die er dabei induziert, ist dann die Spannung U1 mit N mal d phi nach dt, also in dem Fall die phi 1 nach dt. Dieser selbe magnetische Fluss fließt auch durch die Sekundärwicklung und erzeugt dort ebenfalls eine Spannung U2 gleich N2 mal d phi nach dt. Ja, und wir sehen, in beiden Fällen ist es derselbe magnetische Fluss. Wenn wir diese beiden Gleichungen durcheinander dividieren, dann erhalten wir zunächst einmal die
erste Gleichung für den idealen Transformator, der nämlich das Verhältnis der Spannungen an zwei Wicklungen beschreibt. Und wir sehen, dass das Verhältnis der Spannungen U2 durch U1 genauso groß ist wie das Verhältnis der Windungen N2 durch N1. Mit einem Wort, je mehr Windungen eine Wicklung hat, umso höher ist die Spannung, die wir da bekommen. Und jetzt sehen wir schon einen der wichtigsten Funktionsaufgaben eines Transformators, nämlich eine Spannung von einem Wert in einen anderen zu wandeln. Das funktioniert nur mit Wechselstrom. Und deswegen ist unsere gesamte Energieversorgung basierend auf Wechselstrom. Warum, fragen Sie sich? Die Antwort ist relativ einfach. Wir können bei einer sehr hohen Spannung elektrische Energie relativ verlustarm übertragen. Das heißt, es gilt ja die Gleichung P gleich U mal I. Das heißt also, bei einer hohen Spannung ist der Strom auf der Leitung vergleichsweise klein. Je kleiner der Strom ist, desto weniger Verluste entstehen auf den Leitungen. Das heißt, für eine große Distanz brauchen wir möglichst eine hohe Spannung. Beim Benutzen des Stroms ist allerdings eher eine niedrige Spannung besser, weil sie weniger gefährlich ist und besser an die einzelnen Lasten angepasst. Mit Transformatoren können wir die Spannungen beliebig rauf und runter setzen. Wir können sie raufsetzen, um große Entfernungen zu überbrücken. Wir können sie heruntersetzen, um die elektrische Energie im Haushalt zu nutzen. Das funktioniert sehr bequem mit Transformatoren, die allerdings dann, wie gesagt, nur mit Wechselstrom funktionieren. Mit Gleichstrom müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Ja, wir schauen uns nun weiter das Wirkprinzip an und schauen uns nämlich einmal an, wie es mit den Strömen aussieht. Denn wenn wir die Sekundärwicklung mit einem Widerstand belasten, fließt auch dort Strom. Und dazu brauchen wir jetzt wiederum das andere Gesetz für den Elektromagnetismus, nämlich das Durchflutungsgesetz. Wir schauen uns einmal an, wie das magnetische Feldstärke in unserem Kern ist. Und wir stellen fest, dass also der magnetische Fluss im gesamten Kreis ist überall gleich. Das bedeutet auch, dass unsere magnetische Feldstärke im gesamten magnetischen Kreis überall gleich groß ist. Und wenn wir jetzt einmal das Durchflutungsgesetz anwenden für die erste Wicklung, für die Primärwicklung, können wir aufschreiben, dass also unsere magnetische Feldstärke mal die Länge gleich N1 mal I1 ist, also die Durchflutung von der ersten Wicklung. Da eben der magnetische Feldstärke überall gleich ist, muss dasselbe auch gelten für unsere Sekundärwicklung. Denn wenn wir uns einmal anschauen, wenn wir hier den Umlauf machen, so gehen wir praktisch durch denselben Kern. Das heißt, N2 mal I2 muss ebenfalls H mal Kernlänge L entsprechen. Wenn wir diese beiden Gleichungen jetzt miteinander dividieren, so stellen wir fest, dass die Ströme in den jeweiligen Wicklungen umgekehrt proportional zur Anzahl der Windungen der jeweiligen Wicklungen sind. Das heißt, es gilt, I2 durch I1 ist gleich N1 durch N2, also umgekehrt proportional. Je mehr Windungen wir an einer Spule haben, desto geringer wird der Strom. Ja, einen idealen Transformator zeichne ich üblicherweise mit dem veralteten Symbol für Wicklungen, für Induktivitäten, denn letzten Endes ist ja ein Transformator nichts anderes als zwei Induktivitäten, die perfekt magnetisch gekoppelt sind. Ja, und
Wie gesagt, das ist jetzt nicht allgemeingültig. Also in meinen Unterlagen ist auf jeden Fall ein Transformator, der dieses alte Symbol hier verwendet, nämlich diesen ausgefüllten Kasten. Das soll darstellen, dass es ein idealer Transformator ist. Das Schaltsymbol enthält weiterhin zwischen den beiden Wicklungen einen senkrechten Strich, der symbolisiert den Magnetkern. Er hat jetzt bei den einzelnen Wicklungen jeweils Punkte, die den Wicklungssinn verdeutlichen sollen. Wenn beispielsweise dieser Punkt jetzt hier am anderen Ende läge, würde es bedeuten, dass also diese Spule entsprechend andersrum gewickelt ist. Des Weiteren wird hier bei diesem Symbol angegeben der Übertragungsfaktor, der auch die Richtung anzeigt. Und für den idealen Transformator haben wir ja eben hergeleitet, hier nochmal zusammengefasst, U2 durch U1 ist N2 durch N1. Also die Spannungen sind proportional zur Anzahl der Windungen. Und für die Ströme gilt, dass sie umgekehrt proportional zur Anzahl der Windungen sind. Und diesen Sachverhalt sollten Sie also sich unbedingt merken. Also insbesondere, dass die Ströme eben umgekehrt proportional zur Anzahl der Windungen ist. Wir können den sogenannten Übertragungsfaktor definieren. Das ist das Verhältnis der Windungen. In meinem Fall, ich definiere den Übertragungsfaktor als N2 durch N1, also Sekundärseite durch Primärseite, denn auf diese Weise können wir bequem die Spannung U2 in Energieflussrichtung ausrechnen. U2 ist U mal U1 und es gilt dann entsprechend, dass für die Ströme I2 durch I1 gilt, ist es 1 durch U, also das Inverse dazu. Der Übertragungsfaktor wird auch manchmal N genannt, im Englischsprachigen manchmal auch U. Es gibt auch andere Bezeichnungen dafür, Windungszahlenverhältnis, Übertragungsverhältnis, Spannungsübertragungsverhältnis. Das je nach Dozent, je nach Lehrbuch finden Sie da andere Größen. Und aufgepasst, es kommt auch vor, dass der Übertragungsfaktor umgekehrt definiert ist. Das heißt, dass er definiert ist als U1 durch U2. Und das heißt, dann müssen Sie das entsprechend berücksichtigen bei der Ausberechnung von Spannungen und Strömen. Wie gesagt, in meinem Fall, in meinen Unterlagen ist der Übertragungsfaktor immer so definiert, dass es N2 durch N1, besser gesagt U2 durch U1 ist. Okay. Wir schauen uns an, wie sieht das mit der Leistung aus, die von einem Transformator übertragen wird. Und dazu schauen wir uns einmal Primär- und Sekundärseite an. Auf der Primärseite geht eine Leistung U1 mal I1 in den Trafo hinein. Auf der Sekundärseite ist U2 mal I2 geht raus. Und wenn wir gucken, wie die miteinander zusammenhängen, so können wir also U2 mal I2 schreiben als U1 mal Übertragungsfaktor mal I1 geteilt durch Übertragungsfaktor. Sie sehen, der Übertragungsfaktor kürzt sich weg und damit ist gezeigt, dass also U2 mal I2 gleich U1 mal I1 ist. Das heißt, P2 gleich P1. Das heißt, ein idealer Transformator, bei dem geht keine Leistung verloren. Das heißt, die Leistung, die an der einen Seite reingeht, kommt auf der anderen Seite 1:1 wieder raus. Wir haben in unserem Fall hier den idealen Transformator und eben keine Verluste berücksichtigt. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an, was das dann bedeutet. Aber grundsätzlich ist es so, dass diese Verluste sehr, sehr gering sind. Die bewegen sich im Bereich von wenigen Prozenten bis Promillen. Das heißt also, bei der Übertragung entstehen sehr wenige Verluste. Das hilft uns eben auch bei der Energieübertragung. Das heißt, wenn wir unsere elektrische Leistung von einer niedrigen auf eine hohe Spannung transformieren, geht sehr, sehr wenig Leistung verloren. Und ebenso bei dem umgekehrten Schritt, wenn wir also die Spannung von der hohen auf die niedrige umsetzen, geht auch keine Leistung verloren. Das ist anders bei einem Spannungsteiler aus Widerständen, bei dem wir auch aus einer hohen Spannung eine kleine Spannung machen können. Aber dann haben wir im Spannungsteiler selber ohmische Verluste und die sind nicht so knapp. Beim Trafo, beim Transformator,
haben wir das nicht. Da haben wir sehr, sehr wenige Verluste. Ja, als letzte Rechenmethode möchte ich Ihnen noch die Impedanztransformation vorstellen. Also stellen Sie sich, und zwar, wenn wir einen Transformator haben und auf der Sekundärseite des Transformators eine Impedanz oder einen Widerstand angeschlossen haben, so können wir den Transformator und diese Impedanz zusammenfassen zu einer effektiven oder äquivalenten Impedanz Z-äquivalent. Das wäre so, als wenn wir praktisch von der Primärseite, also als Quelle praktisch auf den Trafo gucken und den Transformator und die Impedanz als schwarze Kiste, als Blackbox betrachten. Und das Einzige, was wir machen können, wir können die Spannung U1 und den Strom I1 messen. Wie gesagt, wenn wir das tun, dann messen wir eine äquivalente Impedanz Z-äquivalent. Und man kann herleiten, dass diese äquivalente Impedanz sich ergibt aus Z2, also die Impedanz an der Sekundärseite, geteilt durch den Übertragungsfaktor Ü zum Quadrat. Das heißt also, auf der Primärseite sehen wir also einen anderen Widerstand und der beträgt 1 durch Ü Quadrat mal Widerstand auf der Sekundärseite. Entsprechend können wir das auch umdrehen. Das gilt auch, wenn wir auf der Sekundärseite in den Trafo hineinschauen und uns das Ganze praktisch wie eine reale Spannungsquelle betrachten. Auch hier transformiert sich eine Impedanz, die in Serie zur Spannungsquelle liegt, herüber. Wenn wir das von der Primärseite auf die Sekundärseite machen, dann müssen wir die Impedanz mit Ü Quadrat multiplizieren. Achtung, Spannungen und Ströme werden nur mit Ü multipliziert in diesem Fall. Das heißt, da steht kein Quadrat. Das heißt also, unser Innenwiderstand unserer effektiven oder äquivalenten Spannungsquelle, der steigt mit dem Quadrat, während die Spannung selber nur mit einfachem Übertragungsfaktor steigt. Diese beiden Methoden sind sehr hilfreich, oder wenn Sie einen Transformator samt angeschlossener Impedanz in einem ausführlicheren Netzwerk haben und dann Spannungen und Ströme berechnen wollen. Sie können dann nämlich den Transformator und den angeschlossenen Widerstand zu einem einfachen Widerstand oder einfachen Impedanz zusammenfassen und dann eben mit den bekannten Regeln der Parallel- oder Serienschaltung oder was Sie sonst noch so kennen, behandeln, sodass Sie dann also wieder Spannungen und Ströme ausrechnen können. Ja, schauen wir uns noch einmal kurz an, welche Unterschiede zum realen Transformator gibt es. Das heißt, was haben wir jetzt bei einem idealen Transformator noch nicht berücksichtigt? Das sind zum einen die Verluste im Transformator, also die Wirkleistungsverluste. Und das hatten wir ja eben schon bei der Leistungsbilanz erwähnt, dass die beim idealen Transformator nicht berücksichtigt werden. Wir haben bei einem realen Trafo aber zusätzlich einen Leerlaufstrom, denn die Induktivitäten auf der Primär- und Sekundärseite sind nicht beliebig groß, sondern endlich, sodass dann also tatsächlich diese Induktivitäten weiterhin auch im Leerlauf einen Strom beziehen. Das heißt, wir haben hier also eine endliche Hauptinduktivität und damit einen Leerlaufstrom. Des Weiteren sind die Primär- und Sekundärwindungen bei einem echten Trafo nicht beliebig gut magnetisch gekoppelt. Das bedeutet, dass also ein Teil des magnetischen Flusses nicht durch die Sekundärwicklung geht, sondern an der Sekundärwicklung dran vorbeigeht. Das kann sehr wenig sein, wenn man den Trafo sehr gut baut, aber man hat immer einen Rest übrig,
der dazu führt, dass eben ein Teil des magnetischen Flusses eben nicht in der gegenüberliegenden Spule ankommt. Ja, wie sehen reale Transformatoren aus? Das hängt ganz davon ab, von welcher Leistungsklasse wir sprechen. Es fängt an bei sehr kleinen Transformatoren, die tatsächlich in Mikrochips integriert sind. Die werden dann häufig verwendet, um in der Leistungselektronik Potentialunterschiede zu ermöglichen, weniger um die Spannungen zu transformieren. Dann die nächste Stufe sind Leiterplatten integrierte Transformatoren, wie sie in modernen kleinen Schaltnetzteilen oft schon verwendet werden. Und wenn es größere Schaltnetzteile sind, so werden die entsprechenden Transformatoren dann noch auf Magnetkerne gewickelt, wie Sie das hier so für ein Schaltnetzteil von etwa 1000 Watt sehen. Das ist übrigens hier ein Ausschnitt aus einem Schaltnetzteil für einen Plasma-Flachfernseher, der dann teilweise eben bis zu 1000 Watt benötigt, wenn das Bild sehr hell ist. Ja, wenn wir in die Stromnetze reingehen, die sogenannten Ortsnetztransformatoren, die also Mittelspannung auf Niederspannung 220, 230 Volt transformieren, haben so Größenordnung von einigen 100 kVA. Sie sehen jetzt hier so ein Beispiel, was ich mal fotografieren konnte für 400 kVA. Wenn Sie in ein komplettes Umspannwerk gehen, dann haben Sie Transformatoren Größenordnung von etlichen 10 bis 100 MVA, also MegaVA. Und es gibt auch Trafos, die noch etliche 100 MVA übertragen können. Die werden dann im Wesentlichen genutzt, um von Hoch- oder Höchstspannung auf Mittelspannung zu übertragen. Ja, Sie sehen eine ganze Palette von winzig klein im Chip integriert bis riesengroß wie vielleicht ein kleines Haus, alles nach demselben Prinzip eines Transformators gebaut. Ja, damit möchte ich mich für heute verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.